Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Allererste Folge im Jahr 2023. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Und natürlich, so wie es sein muss, in der allerersten Folge in diesem Jahr mache ich auch direkt einen Fehler und habe erstmal nicht das Intro abgespielt. Das habt ihr gerade kurz am Anfang gesehen, aber das gehört ja dazu. Wir haben heute einen besonderen Gast from across the pond, wie man so sagt. Und zwar ist Ben Lewis hier. Herzlich willkommen, Ben. Vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ben, du bist tatsächlich auf der Insel da drüben. Ja. Ihr dürft ja jetzt auch noch, ihr dürft auch noch ab und zu rüberkommen, habe ich gehört. Das ist noch nicht ganz so verboten. Ja, so 3 Tage die Woche oder so, drei Monate im Jahr, habe ich mir sagen lassen, naja. Genau, aber man merkt schon, Ben ist auch der deutschen Sprache extrem gut mächtig und deswegen wird das Ganze heute auch in Deutsch abgehalten, obwohl seine Arbeit natürlich hauptsächlich auf Englisch stattfindet. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, Ben, was du so machst. Und das erste Wort, nämlich die Universität, an der du arbeitest, da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob ich es richtig ausspreche. Leverhulme? Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie man das so ausspricht. Okay. Also Leverhulme ist richtig. Ja, Leverhulme, Early Career Researcher an der Uni von Leeds ist er. Genau. Er arbeitet an einem Postdoc-Projekt über eine zweimonatlich erscheinende marxistische Frauenzeitschrift, die die Gleichheit heißt, die von Rosas enger Freundin und Genossin Clara Zetkin herausgegeben wurde. Er ist Germanist von Ausbildung her und revolutionärer Marxist aus Überzeugung, das haben wir gern, forscht seit über einem Jahrzehnt über die deutschsprachige Sozialdemokratie und den Kommunismus und übersetzt Materialien. Das ist uns Deutschen oft gar nicht so bewusst, vor allem wenn man so mit englischsprachigen Marxisten spricht. Aber total viel von dem, also nicht dem Main-Zeug, natürlich ist das Kapital übersetzt worden, aber so diese ganzen Briefe und die ganzen anderen Bände, das gibt es noch gar nicht auf Englisch, beziehungsweise das ist noch Work in Progress, ja. Und da ist Ben auf jeden Fall einer, der an diesem Work in Progress mitmacht. Seit kurzem ist er jetzt dann auch Mitglied des Übersetzungsteams für dieses wunderbare und längst überfällige Projekt zur Übersetzung von Luxemburgs Werken ins Englische. Genau. Habe ich irgendwas vergessen, Ben? Soll ich noch irgendwas sagen oder willst du noch was sagen? Außer, dass ich ein gut aussehender Kerl bin. Aber naja, gut. Das ist ja mit Video, deswegen sehen das alle. Das muss man nicht erwähnen. Aber na klar, für den Podcast kann man das auch nochmal sagen. Für Audio Only. Ben ist auf jeden Fall ein sehr guter. Ja, im Übrigen hast du auch einige Bücher verfasst. Also da gibt es relativ viele, ja. Vielleicht könnten wir dann in den Shownotes einiges verlinken oder so. Das hatte ich mir vorgenommen. Und ja, also ganz schön viele Bücher zum Thema Marxismus, Sozialdemokratie, Kommunismus und so weiter und so fort. Ja, and a lot of cool work for all English-speaking audience on marxismtranslated.com. Genau. Da sind dann halt auch die Einsichten, die ihr aus dieser Übersetzungsarbeit dann noch nimmt, in so Blogposts zusammengefasst. Ist auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, aber fangen wir doch mal direkt an. Heute soll es ja um Luxemburgs gesammelte Werke gehen. Mhm. Jetzt sind vor kurzem, ich habe das gerade im Dezember, glaube ich, gemerkt, Dezember oder November, ich weiß nicht mehr genau, kamen die Rosa-Luxemburg-Werke vom Dietz Verlag herausgegeben, online jetzt auch öffentlich zur Verfügung. Das werde ich dann auch später noch verlinken. Du arbeitest ja seit einiger Zeit an der Übersetzung dieser Werke ins Englische. Es gibt da so einen Vortrag auf der Historical Materialism Conference. Übrigens, auf der hast du Lea getroffen und ich soll dich schön grüßen von Lea. Zurück. Die hat sich nämlich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Da hast du einen Vortrag gehalten über genau diese Werke und da konzentrierst du dich auf die Geschichte der Rezeption und auch wie diese Werke veröffentlicht wurden. Warum ist das gerade bei Luxemburg so interessant, Ben? Genau, also zunächst einmal vielleicht gilt es einmal festzustellen, dass die Fragen oder die Fragen der Bearbeitung, der Veröffentlichung, der Verbreitung, der Übersetzung dieser Werke, der großen Köpfe, wenn man will, des Marxismus, uns allen von großem Interesse sein sollten. Und zwar nicht nur aus historischer oder gar akademischer Sicht, sondern vor allem in Bezug meines Erachtens auf das Verständnis und auch die Neuformulierung einer revolutionären marxistischen Politik heutzutage. Nach dem Motto, wer aus der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung nicht lernt, der ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und wir haben im 20. Jahrhundert so ganz schön viele Fehler gemacht, nicht wahr? Nimmt man heute zum Beispiel einen klassischen marxistischen Text zur Hand, sei das von Marx oder Lenin oder Luxemburg, Trotzki geschrieben, dann muss man sich sowohl mit dem geschichtlichen Kontext des Textes vertraut machen, als auch den Fragen danach gehen, wann, warum, wie, wo, in welcher Form und in welcher Sprache dieser Text erschien.
von allerhöchster Bedeutung. Und das gilt besonders für die Texte des Marxismus. Denn infolge dieser Rückfälle und Niederlagen, die unsere Bewegung im 20. Jahrhundert durchgemacht hat, bleiben einige der einflussreichsten Texte, Streitschriften, Studien des klassischen Marxismus, wenn man will, entweder vernachlässigt, unveröffentlicht oder noch nicht ins Englische übersetzt. Okay, für euch nicht von ganz toller Bedeutung, aber für uns schon. Oder aber sie sind zensiert oder gar verfälscht worden, was in der deutschsprachigen Welt, vor allem in der Geschichtsschreibung der DDR, zu konstatieren war. Darauf werden wir später zurückkommen. Und an dieser Stelle kommen wir natürlich nahtlos zu Rosa Luxemburg und deren Werk, das von all dem leider nicht verschont geblieben ist. Ja, die Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte ihrer Werke steht tatsächlich stellvertretend, würde ich sagen, für diese Fälschung, für diese verzerrte Darstellung der Geschichte des Marxismus. Seitens dessen Gegner, ja, in Form von der Sozialdemokratie und dem Stalinismus, vor allem während des Kalten Krieges. Auf Befehl von Stalin zum Beispiel wurde nämlich das 1921 von der Komintern ins Leben gerufene Luxemburg gesammelte Werke-Projekt eingestellt, sowie ähnliche Projekte im Deutschen und im Russischen, wie die gesammelten Werke von Luxemburgs Lehrmeister Karl Kautsky zum Beispiel. Man denke hier auch, vielleicht hinten sieht man das, an das sogenannte Mega-Projekt, ja, die Marx-Engels gesammelte Werke, dessen Leiter David Rasenov in der Sowjetunion in den 30er Jahren dann ausgegrenzt und schließlich liquidiert, ermordet wurde. Ja, also diese Fragen sind eng miteinander verbunden. Es geht jetzt darum, nur uns die Frage zu stellen, was ist der Marxismus, aber wie ist unser Verständnis von Marxismus durch die Geschichte vermittelt worden? Ja, interessant auch in dieser Geschichte, wir wissen mittlerweile von einem Projekt namens Clara Zetkin, gesammelte Reden und Schriften, das von ihrem Sohn Maxim in der DDR zusammen und fertiggestellt wurde. Die Führung der SED in der DDR weigerte sich aber, dieses Projekt zu veröffentlichen, was natürlich eine große Schande war. Also aus meiner Sicht heute, aus unserer Sicht heute vielleicht, würde ich mal die These vertreten, dass wir schon eine verfälschte oder falsche Darstellung unserer eigenen Geschichte haben. Und deswegen, ja, mache ich das, was ich so mache. Okay, ja, fantastisch. Das Interessante an dieser Rosa-Luxemburg-Rezeption ist ja, dass der Streit wirklich sofort beginnt. Richtig. Nachdem sie ermordet wird. 1919 wird sie ermordet. Ja, und dann geht es sofort los. Dann streiten sie sich um diese Notizen, die da noch in diesem Büro liegen. Irgendjemand hat da auch noch die Hand drauf. Und so. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen abreißen? Was war eigentlich die Situation damals und in welcher Situation befand sich auch die Bewegung, in der natürlich auch Luxemburg Teil war, nämlich die kommunistische Bewegung? Genau, ganz verwickelte Geschichte natürlich, und da ist so einiges los bekanntlich in der Weimarer Republik, aber konkret zu 1919 kann man sagen, dass die wichtigsten Führungspersönlichkeiten der KPD vor 104 Jahren, fast an diesem Tag gegründet, fast ohne Ausnahme ermordet wurden. Ja? Die Partei wurde so dann faktisch enthauptet. Und das war wohl, wie ich finde, eine der Voraussetzungen für die Konsolidierung des neuen Weimarer Staates unter aktiver Mitbeteiligung, wie wir alle wissen, der Sozialdemokratie, der SPD. Die Krise in der KPD nach dem Tod von Luxemburg, Mehring wurde nicht ermordet, aber ist gestorben, von Leo Jogesche, Karl Liebknecht und so weiter und so fort. Diese Krise wurde dadurch verschärft, dass die Partei zu dieser Zeit eher ein Randphänomen in der Arbeiterbewegung darstellte, ja, die mit den viel stärker vertretenen Parteien der USPD und der SPD konkurrieren muss. Ich komme aus Köln. Da galt es, möglichst schnell zur Anhängerschaft, zur Basis dieser beiden Massenparteien direkt zu sprechen und revolutionäre Aufklärungsarbeit in den Betrieben, den Gewerkschaften und in den verschiedenen Wahlen zu treiben, damit die KPD dann eine wirkliche Massenpartei werden konnte, was tatsächlich im Jahre 1920 dann geschah durch die Vereinigung der sogenannten Links-USPD und der KPD zur VKPD. Dazu habe ich ein kleines Buch geschrieben mit dem Historiker Lars Thiele, kann ich euch ans Herz legen. Also die deutschen Materialien könnt ihr natürlich alle lesen, aber die Einführung und so, meine Auslegung dessen, kann man da in dem Buch lesen. Und ja, diese politische Krise
und dann alles, was damit zusammenhängt. Und man muss auch sagen, es kommt oft in unsere Bewegung vor, dass der Tod einer führenden Persönlichkeit oft, also direkt, eine Krise darstellt. Und es kommt dann darauf an, wie man sich nach diesem Tod organisiert oder darstellt. Also ich denke zum Beispiel an den Tod Clara Zetkins. Stalin, einer der größten Gegner von Clara Zetkin, er hasste sie förmlich, und das galt auch andersrum, stellt sich ganz vorne am Grab, ja, für die Fotos und so weiter, um eben das Erbe Zetkin zu instrumentalisieren. Also es kommt oft vor, aber in dieser KPD-Geschichte, KAPD werden wir auch gleich besprechen, in dieser KPD-Geschichte kommt das direkt zum Vorschein, direkt nach dem Tode Rosa Luxemburgs. Genau, Clara Zetkin hast du ja schon erwähnt, sicherlich eine der einflussreichsten Leute in der KPD. Genau. Und dann gab es dann noch den Paul Levy. In deinem Vortrag auf der Histomat, da redest du auch eigentlich, ja, zumindest einen großen Teil redest du über diese beiden und auch einen Konflikt, der zwischen den beiden ablief. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was war so deren Rolle in der KPD zu dieser Zeit, kurz nach Luxemburgs Tod? Genau, also die beiden waren nicht nur, wie du sagst, zwei der erfahrensten und politisch geschultesten Anführer der Partei sozusagen, sondern auch die bekanntesten Verfechter eben dieser politischen Orientierung an die Anhänger der USPD und die SPD. Ja. Levy sorgte als Vorsitzender der KPD dafür, dass diese Orientierung um jeden Preis aufrechterhalten wurde, Sprichwort KAPD, ja, auch wenn das mit dem Verlust der linken Opposition verbunden war. Ja, also da hat klippenklar gesagt, entweder macht ihr das da mit oder ihr geht anderswo hin, und da so wurde die KAPD ins Leben gerufen sozusagen, ja, diese Spaltung, linke Abspaltung. Aber ich glaube, da hat Levy richtig gehandelt, die Orientierung war richtig, und hat dann Früchte getragen, ja, muss man auch sagen, mit dem Aufstieg der VKPD als Massenpartei. Zetkin, wie du sagst, und das kann man wirklich ohne Übertreibung sagen, eine der namhaftesten Figuren der damaligen internationalen Arbeiterbewegung, die hohes Ansehen in der sozialistischen Frauenbewegung und in der USPD und der SPD genoss und so diese Orientierung wirkungsvoll in die Praxis umsetzen konnte. Ja. Und zu guter Letzt waren wir, wie wir schon besprochen haben, beide enge Freunde, Genossen von Rosa Luxemburg. Ja. Die kannten sie wirklich beide sehr gut. Und eben deswegen, eben aus diesem Grund, ja, fand der politische Bruch zwischen Levy und Zetkin im März 1921, also der Bruch zwischen der linken Sozialdemokratie und dem Kommunismus, einen Ausdruck dann in dem Bestreben, Luxemburgs Werke zu veröffentlichen und in dem Streit um ihr Erbe, also sich als die Erben Luxemburgs, also die richtigen Erben Luxemburgs darzustellen. Insofern kann man sagen, dass dieser politische Konflikt zwischen den beiden den Weg ebnete für die herrschende und äußerst gespaltene Rezeption von Luxemburgs Werk heute. Ja. Eine Rezeption, die schwankt zwischen dem Bild der vermeintlich blutigen oder Terroristin Rosa und Rosa als vermeintliche, freundliche, tolerante Feministin oder Menschewistin, die mit der Politik des Bolschewismus überhaupt nichts zu tun habe. Ja. Und da muss man sich die Frage stellen, natürlich auf gut Englisch, would the real Rosa Luxemburg please stand up? Ja, und darum geht es hier so einigermaßen heute. Aber wie du sagst, diese Verzerrung, diese Entstellung einigermaßen fängt schon 1919 an, wird dann 1921 um einen Ticken verschärft sozusagen. Und ich glaube, erst jetzt, und wir sind noch nicht fertig mit den Werken auf Deutsch, ne? Also denn viele polnische Arbeiten, Schriften Luxemburgs sind noch nicht erschlossen oder übersetzt worden. Aber erst jetzt könnten wir wirklich können wir ihr Werk als Ganzes leben, können wir einen eher differenzierten Eindruck von ihrem Werk gewinnen, der mit solchen verdinglichen Vereinfachungen und Verallgemeinerungen hoffentlich nichts gemeinsam hat. Und das ist eben das Gute an diesem Projekt und auch an die Übersetzung dessen ins Englische. Ja, ein paar von diesen kontroversen Fragen, die man sich so über Rosa auch über Jahrzehnte gestellt hat, werden wir heute auch noch besprechen. Genau. Aber vielleicht erstmal weiter in der Zeit. 1921 gibt es dann diesen Konflikt um so ein sogenanntes KPD-Sitzungsprotokoll. Mhm. Das ist auch nochmal ein einschneidender Moment gewesen. Kannst du dazu nochmal was erzählen? Was war da los?
Genau, ja, auch wiederum ganz kompliziert. Aber im Endeffekt dreht sich das Ganze um die sogenannte Märzaktion 1921 in Mitteldeutschland, also um Halle herum. Und kurz gesagt, also lange Geschichte, ich habe auch dazu geschrieben und so, kann man später verlinken, aber kurz zusammengefasst geht es, stellte diese Aktion eine entscheidende Niederlage dar für die nun Massenpartei gewordene KPD, ja nach der Verschmelzung mit der Links-USPD. Und unter Druck seitens einiger führender Figuren in der Komintern, die die Theorie der revolutionären Offensive vertraten, versuchte wohl die Partei neben anderen Linkskräften, linksradikalen Kräften wie die KPD und anderen, die Macht an sich zu reißen durch einen bewaffneten Aufstand. Aber ein Aufstand, der nicht die Unterstützung der Massen, weder in Mitteldeutschland noch anderswo, genoss. Ja? Es war schon eine Art, schon als Putsch zu bezeichnen. Die ganze Aktion wurde zu einer verhängnisvollen Farce. Rund 100 Kommunisten starben infolge des Einmarsches der sogenannten Schutzpolizei. Viele wurden verhaftet und die Mitgliederbasis der KPD oder VKPD sank von rund 400.000 auf 150.000 ab. Ja? Und wie ich finde, war das eine Niederlage, von der sich die Partei so nie erholt hat. Muss man. Es ist vielleicht etwas zugespitzt formuliert, aber ich glaube, man kann so reden über diese Aktion. Das Komische daran, sowohl Levi als auch Zetkin waren gegen diese Aktion. Ja, die fanden das mit den Prinzipien des Marxismus überhaupt nicht zu vereinbaren und empört darüber, dass die Partei in einen solchen Putsch hineingezogen wurde. Wie das zustande kam, ist etwas kompliziert. Die KPD war auch im Spiel und so weiter und so fort. Auf der dritten Konferenz der Komintern, Sommer 1921, waren Lenin und Trotzki auch dieser Auffassung, dass das nichts mit einer revolutionären Aktion zu tun hat und so weiter und so fort. Immerhin sahen sich die beiden gezwungen, um die verzweifelte und die nun zerstreute Partei aufrecht zu halten, einen Kompromiss sozusagen zu finden zwischen den Anhängern Zetkins und Levis und den Anhängern von der Theorie der revolutionären Offensive um Ernst Mayr und auch Luxemburgs spätere Biograf Paul Fröhlich. Ja. Zetkin war trotz ihrer tiefgehenden Kritik, sage ich mal, bereit, auf diesen Kompromiss einzugehen, Levi aber nicht. Er verließ die KPD und gründete die sogenannte Kommunistische Arbeitsgruppe, die aber schließlich der USPD und dann der SPD wieder beitrat. Ja. Zetkins Entscheidung kam aber auch nicht ohne politische Kosten. Sie musste die Kröte schlucken, dass diese Märzaktion von der Komintern erstaunlicherweise als ein Schritt nach vorne bezeichnet wurde. Ja. Und das erklärt auch zum Teil das Verhalten Levis. Ja, der war wirklich empört darüber und wollte überhaupt nichts mehr mit der Komintern, mit Lenin oder den anderen zu tun haben. Das Protokoll, von dem du sprichst, war in dieser Hinsicht von großer Bedeutung, denn sofort nach der Aktion wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission gegründet, die Märzereignisse untersuchen wollte. Und vor dem Hintergrund einer förmlichen Hexenjagd gegen alle Kommunisten in Deutschland, muss man sagen, wollte diese Kommission eben den Beweis liefern, ja, the smoking gun sozusagen, dass die ganze Aktion auf ein in Moskau lanciertes Komplott hinauslief, ja, die KPD dann ohne weiteres in die Tat umsetzte, was ja nur der halben Wahrheit entsprach. Ja. Aber das war auch eine Krise, aber auch eine Möglichkeit für die rechten Kräfte in Deutschland zu sagen, ha, ja, die Gefahr aus Moskau und so weiter und so fort. In einer solchen Situation waren die Protokolle des KPD-Vorstands natürlich ganz bedeutungsvoll entscheidend, ja, weil diese Dokumente fielen dann der Polizei irgendwie in die Hände und da kam es folglich zu gegenseitigen Vorwürfen und einen offenen, ausgetragenen Feindseligkeit zwischen Levi und Zetkin. Ja. Levi wurde zum Beispiel vorgeworfen, er habe diese Dokumente bewusst durchsickern lassen,
daraufhin, und zwar in der USPD-Presse, Schubert die Schuld dafür Zetkin in die Schuhe, indem er ihr Fahrlässigkeit vorwarf, denn auf ihrer Reise nach Moskau zum Kommentarenkongress wurden an der Grenze einige ihrer Papiere beschlagnahmt, ja. Oder hat gesagt, ja, wieso hat sie dann nicht gesagt, ja, ich bin Parlamentarierin, das dürft ihr nicht, parlamentarische Immunität und so weiter. Und ja, und dann hat sie darauf geantwortet, so, ja, wir befinden uns in einer förmlichen Hexenjagd gegen Kommunisten, da konnte ich wenig machen, ja. Aber auf jeden Fall unter diesen Dokumenten, unter diesen beschlagnahmten Dokumenten sollen sich nämlich belastende Materialien, Dokumente, Protokolle befunden haben. Ja, das ist schwer zu sagen, wie sich das genau alles abspielte, weil das die Geschichte besteht aus gegenseitigen Vorwürfen, aber so ein grober Eindruck kann man schon mal gewinnen, glaube ich. Genau. Und dann ist das natürlich auch dann so ein bisschen die Basis, ja, also dieser Streit und dieses gegenseitige in die Schuhe schieben ist dann ein bisschen auch die Basis für die Streits, die dann auch noch folgen. Und dann geht es dann nämlich tatsächlich dann um die Papiere und Aufzeichnungen, Notizen von Luxemburg selbst. Ja, vielleicht erzählst du mal, wie der Streit dazu losging und was dann auch die Kommentaren damit eigentlich zu tun hatten, so früh. Genau. Ja, also ich glaube, also ich habe schon gesagt, also direkt nach dem Tod Luxemburgs wollten alle Kräfte so sich präsentieren als die rechte Nachfolgerin von Luxemburg, ja. Und schon 1921 kam es dann in Deutschland zu der Entscheidung, vielleicht als Reaktion auf diese Spaltung zwischen Levy und Zetkin, ja, man könnte es auch so sagen, vielleicht als Reaktion darauf, wurde die Entscheidung getroffen, dass die Kommentaren dafür verantwortlich sein wird, Luxemburgs Werke zu veröffentlichen, ja, in verschiedenen Bänden. Das war aber direkt keine leichte Sache, denn es war keine leichte Sache, diese Entscheidung in die Praxis umzusetzen. Mathilde Jakob, Luxemburgs Sekretärin, war nämlich im Besitz von vielen von diesen Fragmenten, Briefen, Notizen und so weiter, die du erwähnt hast. Und die für ein solches Projekt natürlich erforderlich wären, ja. Aber sie war nicht nur Luxemburgs Sekretärin, sondern auch eine Anhängerin von Paul Levy, ja. Und das heißt, als Zetkin zu ihr ging, um die Papiere zu holen, hat sie klipp und klar gesagt, nein, wir machen da nichts mit, wir machen nichts mehr mit der Kommentaren und so weiter und diesem Projekt. Und ja, du kommst an dieser Papiere nicht ran, was wiederum zu einem offenen Streit, was wieder einen offenen Streit auslöste, ja. Und ja, man sieht schon, so von Anfang an war dieses Projekt, dieses Vorhaben von Problemen geplagt, ja, das muss man auch so sagen. Und ja, das mit der Streit um die Papiere und die Notizen und so, das gehörte wohl auch dazu. Also die Kautsky zum Beispiel, ja, also die jetzt mittlerweile Vertreter der reformistischen Sozialdemokratie, die waren auch mit im Spiel. Die haben Mitte der 20er Jahren auch so eine Briefsammlung veröffentlicht, also Briefe zwischen Luise Kautsky und Luxemburg und Karl und Rosa. Und ja, man sieht schon von Anfang an, schon in den Anfangsjahren, okay, wie gehen wir mit diesem Erbe um und wie können wir das gestalten? Und ja, da sieht man schon, wie versucht wird, das Erbe Luxemburgs für konkrete politische Zwecke zu instrumentalisieren. Aber das wird, wie wir gleich sehen werden, im Laufe des 20. Jahrhunderts noch viel, viel schlimmer. Genau. Dann also das erste Ding, was dann eigentlich quasi veröffentlicht wird, ist die russische Revolution. Das bringt Levy 1922 raus. Genau. Die russische Revolution von Rosa Luxemburg. Ja, und bevor wir da vielleicht auch nochmal auf den Streit zurückkommen, vielleicht eine kurze Zusammenfassung von deiner Seite. Worum geht es da eigentlich? Also das Buch ist, soweit ich weiß, in Haft, in Rosa Luxemburgs Haft zustande gekommen, zumindest das, was man davon an Manuskripten hat. Worum geht es da und was sind die wichtigsten Thesen in diesem Werk? Genau. Also zunächst einmal sollten wir uns vergegenwärtigen, nicht nur in Haft geschrieben, sondern auch ein Fragment. Ja, da steht ganz deutlich davor, ist die russische Revolution ein Fragment. Wieso ein Fragment? Luxemburg war nie dazu imstande, dann diesen Text zu Ende zu schreiben. Ja.
es war also dieses Fragment, da ging es um ihren Beitrag zu einer groß angelegten, aber ich glaube auch vergessenen Debatte innerhalb von der USPD, zu der Luxemburg damals noch gehörte, und zwar die sogenannte Russland-Debatte, die sich um die Ereignisse in Russland 1917 drehte und die Jürgen Schüttrumpf, können wir auch später verlinken, in seinem Buch Diktatur statt Sozialismus wiedergegeben und kommentiert hat. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich von Schüttrumpfs interpretativen Rahmen dann oft abweiche. Ja, das muss ich auch mal sagen, aber diese Russland-Debatte, die Texte sind wirklich von allerhöchster Bedeutung. Hat den Text in, okay, komm ich später darauf zurück. Die deutsche Revolution kam aber dann inzwischen und Luxemburg war nie imstande, den Text zu Ende zu schreiben. Worum ging es da? Ja, Luxemburg begrüßte die welthistorische Tat der russischen Revolution, der Oktoberrevolution, als eine kühne Bestätigung dessen, was die Bolschewiki schon seit langem machen. Ja. Gegenüber vor allem der Strategie der Menschewiki, die ja der imperialistischen provisorischen Regierung beigetreten waren. Allerdings äußerte Luxemburg in ihrem Fragment ihre typisch eingehende, doch in vieler Hinsicht auch kameradschaftliche Kritik am Vorgehen der Bolschewiki in Bezug auf die Fragen der Demokratie vor allem und ja, der Nationalitätenpolitik, mit der sie ja, sich seit Jahren mit Lenin so gestritten hatte. Es gab, soweit mir bekannt, lediglich 3 Exemplare dieses Fragments. Ich glaube, von der Hand kopiert oder so, keine Ahnung. Eins wurde an Lenin direkt geschickt, ging aber dann verloren. Und die anderen beiden war eben im Besitz von Levi und Jakob. Deswegen war Levi in diesem Fall in einer Position, dieses Fragment selber zu veröffentlichen. Ja? Das hätte auch auch während seiner Zeit in der KPD machen können, hat er aber nicht getan. Und erst nach seinem Bruch mit der KPD hat er das gemacht. Ja. Und so wurde dieser Text, dieses Fragment 1922 zu einem weiteren Zankapfel zwischen Levi und Zetkin. Erstere behauptete zum Beispiel, also Levi behauptete, die Differenzen zwischen Luxemburg und der USPD lediglich taktischer gewesen seien. Die Differenzen mit den Bolschewiki aber grundsätzlicher. Ja. Was ich bei allem Respekt für Levi und um es vielleicht milder auszudrücken, für völligen Quatsch halte, ja, ich glaube, es war genau andersrum. Ja, man sieht schon, wie es anfängt, ja, diese Lenin-Luxemburg-Geschichte, ja. Will heißen, also meiner Meinung nach gab es zwar taktische und zum Teil auch tiefgehende Differenzen zwischen Luxemburg und den Bolschewisten. Man denke hier zum Beispiel auch in die Nationalitätenfrage wieder, aber doch im Endeffekt grundsätzliche Übereinstimmungen. Das kam auch in dem Fragment zum Ausdruck auf jeden Fall. Zetkin reagiert dann sofort darauf in einer Streitschrift, würde ich sagen, schreibt sie eher im revolutionären Geiste Luxemburgs, also nichts da mit Differenzen zwischen Luxemburg und der USPD verwischen oder so, ja, da ist sie wirklich nicht schuld dran. Und sie weist eben auf dieses Problem in Levis Schrift hin. Sie beging aber einen großen Fehler, indem sie der Auffassung war, dass sie nach 1918 zunehmend ergriffenen diktatorischen Maßnahmen der Bolschewiki und die damit zusammenhängende Aushöhlung der Rätedemokratie nötig seien auf dem Weg zum Sozialismus, also ein Schritt auf dem Weg, ja, zum Sozialismus, was im Nachhinein natürlich etwas naiv klingt, ja. Zum Beispiel in dieser Russland-Debatte schrieb sie einen Artikel mit dem Titel "Durch Diktatur zu Demokratie". Ja, wenn es nur so gewesen wäre, vielleicht würde die Welt so anders aussehen, aber so war es nicht. Und ich glaube, da sieht man also Fehler auf beiden Seiten, würde ich mal sagen, im Nachhinein. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ja, das kann man sagen, aber mit dieser Instrumentalisierungspolitik hängen auch Fehler auf beiden Seiten, auch wenn ich so vom Herz her sagen würde, ja, ich bin bei Zetkin und deren Interpretation des Ganzen. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht ist einiges, was sie da geschrieben hat zu Diktatur, Demokratie und Apartheid und so weiter, nicht mehr vertretbar. Es gab dann ja, weil es halt nur ein Fragment war und weil
Ja, also dann gab es auch noch irgendwelche Kontroversen mit einem Vorwort, was irgendwie Levi geschrieben hat, ohne zu sagen, dass das ein Vorwort von ihm war und so. Also, genau. Also da gab es schon viel Gezanke und da gab es vor allem so zwei Fragen, über die viel gestritten wurde und eigentlich auch, also eigentlich bis heute noch nicht wirklich vollends Klarheit da ist. Die erste Frage wäre, Luxemburg sitzt im Gefängnis, will über die russische Revolution schreiben. Hat sie da überhaupt genug Zugang zu Informationen, Nachrichten und so weiter, um sich ein umfassendes Bild von den Ereignissen in der Sowjetunion zu machen? Genau, ganz offen gestanden, also bis vor ein paar Monaten war ich dieser Auffassung. Ja, ich dachte, okay, das erklärt so einiges. Aber ich habe dann Schütrums Buch gelesen und die direkte Antwort würde dann lauten Jein. Ja, also auf der einen Seite, also die Berichte der bürgerlichen Presse, wie man sich sehr wohl vorstellen kann, waren über Russland sehr unzuverlässig. Und das klangen auch alle damals in dieser Debatte, von Kautsky bis Pannekoek. Ja, wir wissen, wenn das wirklich, wenn dem so wirklich ist, dann müssen wir Folgendes sagen. Aber wenn das nicht der Fall ist und so weiter und so fort, an die Russen, Martow und die Bolschewiki, die sind auch Teil dieser Debatte, um eben die Informationen zu vermitteln und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall, das hat sozusagen das Verständnis einiger Sozialistinnen betrübt, würde ich sagen. Ja, also das muss man schon in Erwägung ziehen. Aber wir wissen jetzt, dass, und das ist eben diese Tatsache hat meine Meinung zu dieser Frage geändert, im Gefängnis bezog Luxemburg zwei der bedeutendsten sozialistischen Publikationen zu dieser Zeit, die auch in Vergessenheit geraten sind, ja, die sich mit der Russlandfrage beschäftigen, die sozialistische Auslandpolitik und der Sozialdemokrat, ja. Sie war also völlig im Klaren darüber, was die verschiedenen Strömungen innerhalb der deutschen und der russischen Arbeiterbewegung zur Revolution zu sagen hat. Und ich glaube, das ist schon, also im Nachhinein muss man das schon in Betracht sehen. Also Information war schon da, auch wenn sie nicht immer zuverlässig war. Okay, und dann die zweite Frage beschäftigt sich dann mit quasi einer Veränderung von Luxemburgs Position zur russischen Revolution. Sie schreibt das Buch, hat eine Position, als sie aus dem Gefängnis rauskommt, oder danach ändert sie diese Position? Und wie sind da deine Einsichten zu? Genau, das hängt natürlich mit der ersten Frage zusammen. Ja, wenn man aus dem Gefängnis raus ist, dann vielleicht kann man einiges mehr lesen, kann man mit mehreren Leuten sprechen und so weiter, Kontakten und so weiter. Aber ich glaube, dass in diesem Fall hier der Levi recht behält. Ja, sie wäre nie dazu imstande gewesen, ihre Meinung zu ändern nach einem eingehenden Studium. Ja, also wie wir wissen, da kommt die deutsche Revolution. Und sie war zu sehr mit der Revolution, mit der roten Fahne und so weiter beschäftigt, als dass sie sich ernsthaft diesem Thema widmen konnte. Ja. Levi wusste das auch zu gut, denn er war ständig bei ihr in Berlin während dieser Zeit, in der Revolutionszeit, während Zetkin hingegen gesundheitsbedingt in Stuttgart geblieben ist. Ja. Auch wenn sie unbedingt nach Berlin wollte, blieb sie in Berlin. Und Luxemburg hat das auch so einigermaßen befohlen, ja, dass sie in Stuttgart bleiben muss. Und ich glaube, in diesem Fall muss man auch sagen, ja, das ist eher unwahrscheinlich, dass sie dann mitten in der Revolutionszeit so in die Bibliothek geht und einige Bücher und Publikationen und Artikel zu Russland durchliest und so. Nee, das muss man nicht. Ja, da wird ja auch berichtet, nicht, also ich glaube auch nicht nur von Levi, wie tatsächlich unglaublich busy sie war und eigentlich die ganze Zeit auf Achse und unterwegs. Also, ja. Da mussten sie sich auch beide verstecken, weil sie vor der Polizei fliehen muss und so weiter und so fort. Also das war nicht so ein normal working day sozusagen. Ja, da musste man dann auch untertauchen sozusagen. No time for podcasts. For sure. und jetzt kommt Stalin und seine Gefolgschaften kommen ins Spiel. Also nach diesem Streit 1922 um das Werk Russische Revolution. Da kommt dann Stalin bzw. sein Anhänger mit dem Begriff Luxemburgismus. Schwierig auszusprechen. Was meinen die eigentlich damit, die Stalinisten dann? Und wie reagiert Zetkin auf diese stalinistische Rezeption Luxemburgs? Genau, da kommen wir sozusagen in die nächste Phase der Luxemburg-Rezeption, vor allem auf kommunistischer Seite oder auf Seite der Bolschewiki. Und
Ich habe hier, also ich habe in meinem Vortrag bei HM, habe ich so einen kleinen Fehler hier gemacht, denn ich bin darauf hingewiesen worden, dass das Spiel mit diesem Begriff Luxemburgismus tatsächlich früher anfing. Ja, nicht nur also mit dem Aufkommen des Stalinismus und dessen Anhänger, sondern Mitte der 20er Jahre vor dem Hintergrund der weiteren Fraktionskämpfe zwischen links und rechts innerhalb von der KPD. Auch wieder eine lange Geschichte, die auch auf die, ich weiß nicht, die sogenannte Literary Debate in der Sowjetunion, da ging es um Lenins Erbe und die Geschichte der Bolschewiki und so weiter. Literarische Debatte würde ich das über, aber macht keinen Sinn in der deutschen Sprache, aber Literary Debate auf jeden Fall. Und da ging es auch um den Lenin-Kult, also Lenin ist mittlerweile gestorben, ja, das sorgt auch für Aufsehen in der Bewegung und wie man sich darauf reagiert und so weiter und so fort. Und natürlich auch auf die Ausgrenzung Trotzkis und dessen Anhänger, das man auch in Betracht ziehen, ja. In Deutschland zum Beispiel liest man von dem linken Kommunisten Arkadi Maslow das Zitat hier: Die Erfahrung, das Leben selbst in allen Fällen die Richtigkeit der Leninschen, die Unrichtigkeit der luxemburgischen Anschauung gezeigt habe. Ja? Also hier Mitte der 20er Jahre sieht man relativ früh, dass die Kommunisten zu ähnlichen, wenn auch gegensätzlichen Schlussfolgerungen kommen wie die Sozialdemokraten. Macht das Sinn? Also die beide sagen, okay, es besteht eine Kluft zwischen Luxemburg und Lenin, Luxemburg und Bolschewismus und so weiter und so fort. Und die hätten wenig gemeinsam. Aber, und das muss man auch hinzufügen, zu diesem Zeitpunkt für so Maslow sei Luxemburg überhaupt nicht mit den Opportunisten der Sozialdemokratie gleichzusetzen. Ja, das war so eine eingehende Kritik und vielleicht auch zum Teil unberechtigte Kritik, aber fairerweise hat er gesagt, okay, trotz dieser Fehler oder was auch immer, hatte sie doch nichts mit den Opportunisten zu tun. Ja. Und das ändert sich dann mit dem Aufkommen des Stalinismus. Ja, bei Stalin heißt es dann langsam, dass die Sozialdemokratie, die SPD, Kautsky, Luxemburg, ja, von vornherein opportunistisch gewesen seien und nichts mit der Politik des Bolschewismus zu tun hätten. Und das ist quasi dann die Anfangsphase dieser Cold War-Rezeption von Luxemburg und zu Zetkin nahm oft, wenn auch zwischen den Zeilen, weil es dann in dieser Zeit so um Ende der 20er Jahre eine nicht gerade gesunde Atmosphäre oder gesunde Diskussionskultur innerhalb von der KPD und der kommunistischen Bewegung generell herrschte. Sie hat schon Stellung dagegen genommen. Und zwischen den Zeilen, also sie hat keinen Namen genannt oder so, na, aber man weiß, auf wen sie anspielt. Und sie schreibt ganz schön, dass es bei diesem Vorwurf des Luxemburgismus um ungeschulte, junge Genossen handele, die sich noch mit dem ABC des historischen Materialismus auseinandersetzen, die Papierbällchen aus irreführenden und kontextlosen Luxemburg-Zitaten zusammenrollen, mit denen sie Luxemburgs großes Werk bewerfen. Ja, ist ganz schön. Ja, und ich muss sagen, also das gilt auch als Metapher vielleicht, oder es steht stellvertretend für die Rezeption Luxemburgs bis heute noch, ja, Papierbällchen, aus dem Kontext herausgerissene Zitaten und so weiter und so fort, ja, ob für Luxemburg oder gegen Luxemburg, muss man auch sagen, ja, und ja, und das, wie gesagt, ist schon wieder eine Zäsur innerhalb von dieser Luxemburg-Rezeption, also Mitte der 20er Jahre, Lenin-Luxemburg, Lenin-Kult, ja. Und dann mit dem Aufkommen des Stalinismus geht es einen Ticken weiter. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also du meintest ja bevor, also das habe ich auch in dem Papier nicht gelesen, weil wie du meintest, hast du das ja auch jetzt nochmal neu dazugelernt. Genau. Nämlich, dass es dann auch schon vor Stalin und dem Stalinismus linke Kommunisten gab, die eine Kritik fuhren in Richtung Luxemburg, auch wenn die vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, solidarischer war und die sie nicht als Opportunistin abstempelten. Richtig. Hast du ein Beispiel oder kannst du zusammenfassen vielleicht, was so der Inhalt der Kritik war? Also wo widersprachen sie Luxemburg? Es geht um diese viel umstrittene Spontanitätstheorie. Ja, also man muss denken,
zu dieser Zeit haben wir es mit der sogenannten Bolschewierung der kommunistischen Parteien, der Komintern zu tun. Das heißt, eine bestimmte Linie, eine bestimmte Organisationsmodell wird diesen Parteien einigermaßen aufgezwungen. Es ist ein bisschen komplizierter als das, aber durch diese Fraktionskämpfe. Und vor allem aus der Sowjetunion ausgehend, nach dem Tode Lenins, geht es jetzt um den Leninismus, ja, als etwas Verdinglichtes und Problematisches, um ein höchst militarisiertes, bürokratisiertes Wesen, also die Partei. Und eben da hat man versucht, okay, wir brauchen eine starre, stramme Disziplin, eine klare politische Linie, und diejenigen, die davon abweichen, neigen zu Spontanität, die dann auch halb menschewistisch oder luxemburgisch oder was auch immer sei. Und das ist quasi der Hintergrund zwischen dieser Phase der Rezeption. Macht das Sinn? Ja, also, ja, klar. Also im Endeffekt so ein bisschen salopp gesagt, sie tanzt da zu sehr aus der Reihe und fügt sich nicht genug der Parteidisziplin, würde ich mal sagen. Richtig. Und, darum geben sie im Endeffekt. Okay, interessant. dann hast du das ja auch schon ganz am Anfang erwähnt. 28 wird dann das gesammelte Werkeprojekt, was ja schon früher startete, wird dann eingestellt. Was hat das damit auf sich, mit dieser Einstellung? Ja, ich glaube, hier kann man schon von einem qualitativen Sprung sprechen, ja, in dieser Rezeption. Da ging es in erster Linie um die Konsolidierung einer monolithischen, stalinistischen Strategie, also noch ein Tick verschärft als in den Jahren, in der Mitte der 20er Jahre und so weiter, und eines bürokratisierten Parteimodells, das wenig bis keine Kritik duldete, ja, und keine alternative Narrativ oder Geschichte zur Geschichte der Partei. Das hing zudem auch mit einem neuen Selbstverständnis des Bolschewismus, was wiederum mit einer völligen Verfälschung der Geschichte der Partei zusammenhängt. Und wie wir wissen, nur wenige der führenden Bolschewiki haben dann die stalinistischen Säuberungen überhaupt überlebt. Ja, das muss man auch so sagen. Ja, es gab diese faktische Enthauptung der Partei, aber auch eine theoretische Begründung dessen, mit einer bestimmten geschichtlichen Projizierung nach hinten, wenn das Sinn macht. Ja, also so war die Partei immer. Wir haben keine Fraktionen geduldet, keine Kritik. Es geht jetzt darum, so eine stalinistische Partei, eine Partei neuen Typus, wie es im Deutschen heißt, ja, durchzusetzen. Und das soll angeblich die Rolle Lenins gewesen sein, was ich auch für Quatsch halte. Gutes Buch hier, das wir auch gerne verlinken könnten. David Brandenburger hat zum Beispiel in seiner Studie Stalins Master Narrative sehr schön gezeigt anhand Stalins Manuskripte und der verschiedenen Fassungen von Stalins Geschichte der KP der Sowjetunion, 1939 geschrieben. Da hat Brandenburger eingehend gezeigt, wie ernst Stalin diese Tätigkeit der Neuschreibung der Geschichte nahm. Ja, man kann wirklich sehen, so an den Randglossen, wie sehr und wo und wie genau er die Vorschläge der Historikerkommission geändert und verbessert hat und so weiter. Und auch dabei seine eigene Geschichte neu geschrieben, ja, weil der war nämlich auch mal, um es auf gut Englisch zu sagen, mal ein Kautsky-Fanboy, ja, in den 1910 und so weiter, so war ganz begeistert davon, was Kautsky zum Beispiel zu Russland geschrieben hat, ja, Stalin selber, also jünger war. Stalin 1939 ging es aber darum, der stalinisierte Bolschewismus als etwas Einzigartiges und der europäischen Arbeiterbewegung völlig Fremdes darzustellen, ja, was ja auch zu diesem Vorwurf die Habmenschewistin Luxemburg führte und auch deren Werke. Also der konnte dann, so Ende der 20er Jahren, da ging es darum, okay, Bolschewismus ist was anderes, ja, war immer was anderes. Es ist überhaupt keine Priorität, jetzt Werke wie die von Luxemburg also zusammenzufassen und zu veröffentlichen, weil warum? Ja, sie war Habmenschewistin, Habmenschewisten werden hier erschossen, wozu das Ganze? Ja, und fertig war sozusagen. Und das war quasi also die stalinistische Phase der Rezeption, beziehungsweise der
der Verdrängung dieser Werke. Ja, und dann kommen erstmal einige Jahre, fast Jahrzehnte, dunkle Jahrzehnte, natürlich der Zweite Weltkrieg, wo dann erstmal nicht mehr so viel passiert. Wie gesagt, in der Sowjetunion eingestellt, aber dann geht es in der DDR nochmal los. Und das ist auch nochmal besonders interessant, darauf hast du ja auch schon am Anfang hingewiesen, dass das auch nochmal unter ganz merkwürdigen Umständen eigentlich passiert. Kannst du uns das nochmal ein bisschen ausführen? Genau. Ich würde sagen, dieser Vorfall in den 50er Jahren in der DDR, also in den Anfangsphasen der DDR, spiegelt zum Teil der sehr merkwürdigen Ideologieproduktion in der DDR wider, wobei die Geschichtsforschung bewusst darauf hinauslief, Beweise zu liefern, dass die Partei, also die SED, immer recht gehabt habe und immer recht habe und so weiter. Ja. Die Folgen eines solchen Vorgehens waren einerseits die Vergöttlichung und damit auch die Entkontextualisierung der Werke einiger großer Denker, die waren ja fast alle Männer, und dann andererseits die Ausgrenzung oder gar Zensur von ketzerischen Denken, die diese quasi Religion in Frage gestellt hätten. Und selbst die mildeste Kritik des Bolschewismus wurde dann totgeschwiegen. Ja. Wie bei Zetkins Reden und Schriften der Fall war, darauf habe ich schon mal hingewiesen, aber da kann man sehen, zum Beispiel, wie das Wort Brüderkrieg, also zwischen den sozialistischen Parteien, jetzt Zetkin über 1917, zu Bürgerkrieg gewechselt wird, ohne Kommentar, ja, und so weiter und so fort. Da kann man also anhand von vielen Beispielen sehen, wie da mit diesen Werken umgegangen wurde. Ganz nach stalinistischem Muster, ja. Der erste Band von Luxemburgs Werke wurde mit einer 150-seitigen Einführung vorgesehen, und zwar die anhand von Texten von Lenin, Stalin und anderen den Leser darüber aufgeklärt hat, wo und wie Luxemburg genau Unrecht gehabt habe. Ja. Nun, ich muss sagen, ich habe gar nichts dagegen, dass zum Teil auch heftige Kritik, vor allem aus heutiger Sicht, ja, an Luxemburg geäußert wird. Ja, das ist für mich keine Frage. Das mache ich doch auch, und man muss auf faire Weise sagen, die hat ja selber ganz heftig abgeliefert in ihren Polemiken. Ja, also muss man auch sagen, also es ist nicht so, als wäre sie dieser völlig tolerante, stille Frau gewesen. Nee, sowas nicht. Aber man muss sich dann eben die Frage stellen, wieso solche kritische Einführungen nicht für die deutschsprachigen oder englischsprachigen oder russischsprachigen Werke von Lenin oder Stalin vorgesehen waren. Ja? Und dass die Antwort sollte auf diese Frage sollte jetzt langsam klar sein, hoffentlich. Es ging wirklich um die bewusste Verwandlung des Marxismus von einer historischen und politischen Methode, wissenschaftlichen Methode, in eine Art Staatsreligion des Ostblocks. Ja, da hat man die Saints and the Sinners sozusagen. Ja. Und hier muss man auch fairerweise sagen, Luxemburgs Biograf und prokapitalistischer Akademiker Peter Nettel, sehr schlechtes Buch, sehr eingehend geforscht, ja, also insofern ganz gut, aber schlechtes Buch, was die Interpretation, was die Deutung angeht. Der hat hier eine ganz interessante Rolle gespielt. 1967 hat er ganz korrekt dann der SED vorgeworfen, hey, ihr stellt doch Luxemburg als Heldin des Marxismus dar, als Opfer der proimperialistischen Sozialdemokratie und so weiter. Aber die Werke bleiben im Staat der Arbeiter und Bauern weitgehend hinter geschlossenen Kriegen. Und er hat auch recht. Ja? Das war reine Heuchelei. Und hier zum Beispiel das Fragment zur russischen Revolution, von dem wir gesprochen haben, wurde erst tatsächlich 1974 in der DDR veröffentlicht. 74, ja, und so ging man da. Ich glaube, ich bin kein Kenner jetzt der DDR-Geschichte, aber ich glaube, da ist es zu kleinen Rissen oder Spaltungen in der SED-Führung gekommen. Und eben als Akademiker, als Geschichtsforscher, konnte man dann diese eben ausnutzen, um neue Forschung zu machen. Ja, und das hat zum Beispiel, wir haben Annelies Laschitzer viel zu verdanken, die hat ganz schön viel gemacht, die Historikerin in der DDR. Aber jeder weitere Band der Luxemburg-Werke wurde dann veröffentlicht gegen den hartnäckigen Widerstand der SED-Führung, muss man auch sagen. Ja. Und erst nach dem Mauerfall machte man sich dann ernsthaft daran, dieses Projekt fertigzustellen. Wir sind fast da jetzt in der deutschen Sprache und jetzt gilt es, diese Werke ins Englische zu übersetzen. Genau, fast da. Man kann es, wie gesagt, auch online sich jetzt anschauen, zumindest genau. was schon zur Verfügung steht. Das ist ein ziemlich cooles Projekt. Genau, ich habe jetzt noch
vielleicht zwei Punkte, ja, zwei oder drei Punkte, vielleicht auch einmal so ein Diskussionspunkt, wo ich auf eine ältere Folge von uns nochmal verweisen will. Aber vielleicht als erstes die Frage, ja, die Standardfrage eigentlich. Du hast dich ja jetzt mit dieser Rezeptionsgeschichte Rosa Luxemburgs ganz intensiv beschäftigt. Was sind so deine Hauptlehren, deine Konsequenzen, die du so aus dem Geschichtsstudium eigentlich ziehst für dich? Ich muss sagen, ich bin nicht so einer, das kommt oft in der Linke vor, dass man sagt, ja, das haben wir jetzt gelernt und das zeigt, ja, dass wir... What so are the learnings? Tell genau, us the genau, learnings. Genau, und das ist wirklich, also das ist zwar scherzhaft, aber ich glaube, das ist leider immer noch der Fall und es ist auch so ein Nachhall dessen, was in der DDR unterwegs war, weißt du, also dass eben viele so linke Gruppen sagen, okay, die hat das gemacht, die hat dies gesagt, dieses Zitat, jetzt ist das eben der Beweis dafür, dass wir die Antworten haben. Also so bin ich jetzt nicht darauf. Ich möchte so etwas differenzierter vorgehen. Aber generell würde ich sagen, dass vieles, was wir ja in der heutigen Linke als Marxismus oder marxistischer Common Sense verstehen, in vielfacher Weise kritisch hinterfragt werden muss. Ja? Oder vielleicht etwas direkter und zugespitzter für die Werbung, für den Podcast oder so, ja, wir kennen unsere eigene Geschichte nicht ganz, beziehungsweise wir haben eine verfälschte Version derselben in- und auswendig gelernt, und zwar eine Version, die nicht von der Feder der Revolutionäre selber stammt, sondern von der unserer Klassengegner, ja, allen voran, dargestellt habe, die Stalinisten und die Sozialdemokraten im Kalten Krieg, im Kontext des Kalten Krieges. Und trotz der Tatsache, dass der Kalte Krieg vorbei ist, liest man immer noch in linken Büchern, sowie auch in akademischen Büchern, dieselben alten Vorurteile, würde ich sagen. Ja. Und das Gute eben daran, dass man direkt zu Luxemburgs Werk gehen kann, ist, dass man eben diese überholten Auffassungen zumindest in Frage stellen kann, direkt, ja, anhand der Texte selber. Ich denke auch hier an den heutigen Trotzkismus zum Beispiel, der bei aller aufrichtigen Opposition gegen die Verbrechen des Stalinismus nichtsdestotrotz vieles mit den Beschwörungsformeln, würde ich sagen, des letzteren Teils, zum Beispiel die Partei Neuen Types, die wir auch besprochen haben, bürokratischer statt demokratischer Zentralismus, dass man den Mund halten muss, dass man sich nicht öffentlich äußern darf und so weiter im Namen der Parteieinheit und so weiter und so fort. Diese einseitige Zurückweisung der Geschichte der revolutionären Sozialdemokratie und so weiter, den Lenin-Kult, den Trotzki-Kult und so weiter und so fort, ja. Und das sind Sachen, die mir so immer wieder auffallen, wenn es um diese Geschichte geht, wenn ich mich näher mit dieser Geschichte auseinandersetze. Das zeigt sich auch bei denen, die entweder positiv oder negativ von einem verdinglichten und entstellten Luxemburgismus sprechen oder Leninismus. Also die Luxemburgismus neigen eher zu Rätedemokratie und so weiter, und ist auch problematisch. Und wie gesagt, da geht man ähnlich vor wie in der DDR. Einige werden vergöttlicht, andere wiederum vernachlässigt oder verleumdet. Ja. Es fehlt der Kontext und so das Revolutionäre, das Einzigvolle, das Aufschlussreiche am Werk Trotzkis, Lenins, Luxemburgs und andere. Meine Aufgabe besteht nicht nur darin, dass ich viele dieser Texte endlich mal ins Englische übersetze, was für unser heutiges Publikum nicht besonders interessant ist, sondern auch darin, anhand von diesen Texten versuche, eine andere kritische und dogmatische und vor allem marxistische Herangehensweise an unsere Geschichte ins Leben zu rufen versuche. Ja? Einer, die der Breite und Tiefe der besten Aspekte der reichen Kultur, der Polemik und der Diskussionen in unserer historischen Bewegung gerecht wird. Ja, und was die Werke einer Luxemburg oder was die Werke des Lenins ausmachen, sind nicht nur die Scharfsinnigkeit oder das Engagement, sondern das hohe intellektuelle Niveau der internationalen sozialistischen Bewegung und deren anspruchsvollen und polemischen Diskussionskultur. Und man wird dem nicht gerecht, indem man einfach sagt, oh, Luxemburg hat mal das geschrieben, ja, und das ist quasi unser Leitstern für heute. Ja, man muss eben sich näher mit diesen, mit diesen Fragen auseinandersetzen, vor allem im Nachhinein, um wirklich daraus zu lernen und nicht den Marxismus so zu behalten, als wäre so eine starre, dogmatische Habe-Religion, würde ich sagen. Etwas zugespitzt. Ja, vielleicht, ich meine, man kann das ja an der nächsten Frage dann auch schon mal exemplarisch einfach so machen, weil da geht es dann ja wirklich um eine Diskussion,
an der Materie selbst. Und da mache ich jetzt eine kurze Verbindung zu einer Folge, die wir früher gemacht hatten, vor ein paar Monaten mit Eric Blanc. Die ist auch auf Englisch gewesen. Das heißt, die Leute, die jetzt kein Englisch verstehen, sind da vielleicht Englisch, oder? Einige können da vielleicht doch reingucken. Es gibt auch so automatisierte Untertitel, aber ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was so seine These ist, meines Verständnisses nach. Und wir beide hatten da ja auch drüber gesprochen. Und das ist, glaube ich, dann auch in dem Kontext ganz interessant. Blanc geht daher und sagt, na, es gibt diese, ja, ich sag mal, vulgäre Geschichtsauffassung, die davon ausgeht, irgendwie, da gab es die Leninisten auf der einen Seite, dann gab es die Kautskianer auf der anderen Seite. Die Leninisten wollten revolutionären, brutalen, gewaltvollen Umsturz. Die Kautskianer wollten parlamentarische Demokratie und so langsam quasi den Staat übernehmen. Und er versucht damit halt aufzuräumen, indem er in die, also nicht russischen Teile des russischen Imperiums geht, des sowjetischen Imperiums geht und sich anschaut, wie da die Revolutionen stattgefunden haben und kommt halt auf den Trichter. Dort, wo es ein autoritäres Regime gab, also keine parlamentarische Demokratie, sondern wirklich einfach nur, weiß ich nicht, irgendein Diktator oder ein König oder was auch immer, da haben diese Revolutionen tatsächlich am meisten Erfolg gehabt. Und dort, wo es aber diese parlamentarischen Wege gab der politischen Beteiligung, da haben dann eben über die Parlamente diese Revolutionen stattgefunden. Ja, er stellt dann also Kautsky als einen revolutionären Strategen dar, der für alle diese Leute, inklusive für Lenin, als auch für die Leute, die sich dann in den Parlamenten aktiv gezeigt hatten, dann irgendwie so der Inspirator war für revolutionäre Taktik. Und Kautsky hatte dann halt in dem einen Fall gesagt, jo, Revolution jetzt, und in dem anderen Fall, nee, Revolution durch die Parlamente, einfach aus taktischen Gründen. Und nicht zuletzt entwickelt dann Blanc auf Basis dieser Argumentation dann eine Empfehlung für heute. Nämlich, und das ist auch dann der Punkt, wo wir dann ein bisschen diskutiert hatten, ja, kommunistische Politik heute, wir haben jetzt überall diese Parlamente, wir haben überall die Demokratien, wir müssen uns jetzt auf die Parlamente konzentrieren und versuchen dort Gewinne zu machen und dort die Macht an uns zu reißen. Ja, was hältst du von so einer historischen Darstellung und auch den Schlussfolgerungen? Und ja, vielleicht hast du sogar dann eine Idee, was Luxemburgs Position zu dieser Frage gewesen wäre. Große Fragen, ja. Große Fragen. Ich muss sagen, vielleicht erst einmal zu Eric. Ja, Eric hat ohne Zweifel vieles dazu beigetragen. Sein Buch ist sehr lesenswert, muss man sagen. Er hat viel dazu beigetragen, die Geschichte der revolutionären Sozialdemokratie Europas zu erhellen. Und die oft von allen Seiten dieses Paradigmas, ja heute, von dem wir gesprochen haben, Kalter Krieg und so weiter, die oft verfälschte Rolle Kautskys erneut zu denken. Und das mache ich doch auch, vor allem in meinem Buch zu Kautsky, dem Parlamentarismus, ja, dass wir auch diskutieren könnten zusammen. Insofern bin ich von ihm beeindruckt, ja, vor allem dass der Tatsache, dass er 7 Sprachen liest oder so. Ja, ich habe Probleme mit 2. Aber es scheiden sich unsere Wege. Ja, 10 Jahre hat er an dem Buch gearbeitet. 10 Jahre. Genau, also das muss man, ja, Hut ab und so, ne, muss man sagen. Aber ich muss sagen, es scheiden sich unsere Wege als Historiker in zweifacher Hinsicht. Zum einen würde ich sagen, er und die Jacobin-Gruppe in den USA so scheinen irgendwie außerstande zwischen den Werken des revolutionären Kautskys, ja, und denen des Renegaten Kautskys nach 1914. Lenin hat diese Unterscheidung gemacht, ja, Renegat Kautsky und so weiter. Diese Unterscheidung haben auch Luxemburg und Zetkin gemacht, indem sie gesagt haben, guck mal, früher hast du, lieber Karl, das und das gesagt zum Thema Krieg, ja. Früher hat die Internationale folgende Beschlüsse geschrieben zum Thema, absolviert zum Thema Krieg. Aber jetzt, was macht ihr jetzt? Ja, das ist alles für den Arsch. Und die haben das immer wieder aufrecht gehalten, ja. Das, was wir machen, ist nur die Folge dessen, was wir früher gemacht haben. Ihr seid diejenigen, die jetzt so von ihrem früheren Standpunkt abgewichen haben. Ja, und dann, das klingt irgendwie so haarspalterisch zu sagen, ja, Renegat Kautsky vor 1914, aber es ist wichtig, glaube ich, in der Rezeption der revolutionären Sozialdemokratie zum Beispiel. Ja. Und ja, warum ist das so? Ich glaube, das Scheitern der revolutionären europäischen Sozialdemokratie 1914 war eine entscheidende Zäsur und mitverantwortlich für das Scheitern der Linken weltweit. Aber man darf das revolutionäre Kind mit dem opportunistischen Badewasser nicht verschüttern, ja, wie es heißt. Ja. Will heißen, man darf nicht nach stalinistischem Muster, ja, wohl bemerkt, Revolutionary Social Democracy und den Bolschewismus gegeneinander gegenüberstellen,
indem wir behaupten, Kautsky und die deutsche Sozialdemokratie seien von vornherein, ja, also vom ersten Tag an opportunistisch gewesen und so weiter. Ja, man muss sagen, Kautsky, Babel, die SPD war, ja, und das sieht man deutlich an den Werken Lenins Vorbild. Ja, ihm ging es darum, Verhältnisse zu schaffen, wo seine Partei, der RSDLP, eine Massenpartei werden konnte nach dem Muster der SPD. Das muss man einfach so gesagt haben, ja. Und so wie Stalin zu argumentieren, so ist eine Fälschung, von der wir uns abgrenzen sollten. Und die in Blancs Werk selber nachhalt, würde ich sagen, ja, weil indem er behauptet, ja, auf der einen Seite Russland und die autoritären Staaten, die eine bestimmte Strategie in denen eine bestimmte Strategie erforderlich war, aber in den Demokratien, ja, was ist eine Demokratie, was ist eine parlamentarische Demokratie, das kann man nicht einfach so ohne weiteres beantworten, ja, gilt das nicht, ja, ist nicht mehr relevant oder war nicht relevant und so weiter. Das finde ich eine Vereinfachung, eine Vereinfachung, die umso so enttäuschend ist, eben weil er sehr differenziert mit diesen verschiedenen Aspekten der internationalen Bewegung auseinandersetzt, ja. Wenn es dann um die heutige Politik geht, dann wird die Kluft zwischen mir und Erik umso größer. Es gab so ein Streitgespräch von Cosmonaut Magazine veranstaltet, das können wir auch verlinken, also indem wir so gegenseitig so argumentieren. Und ich finde, das muss ich sagen, etwas zugespitzt, ist ganz lächerlich, dass er und andere sich auf den Namen Kautskys berufen, ja, selbst den Renegaten Kautskys, um eben eine Art marxistische Deckung für die Ideen von Bernie Sanders, AOC und Squad und so weiter, ja. Das finde ich, also da kann ich aber nicht mehr mitmachen, das macht mir überhaupt keinen Sinn. Ja, und so viel zu Erik. Zur Frage des Parlamentarismus ist es knifflig, weil wir ganz konkret dann klären müssen, das können wir vielleicht auch noch hier machen, was wir genau unter dem Begriff verstehen. Ja. Ich bin nämlich dafür, dass eine revolutionäre Partei möglichst gut vertreten im Parlament ist, ja, sei das in Frankreich oder England oder ja, die haben andere Systeme, aber schon überall. Es sollte auch nicht meiner Meinung nach ausgeschlossen sein, also man darf nicht sagen von okay, so und so wird nicht zustande kommen, es sollte nicht ausgeschlossen sein, dass eine Partei, eine revolutionäre Partei, eine Mehrheit der Sitze im Parlament gewinnen könnte. Nicht auszuschließen. Vor allem, wenn sie doch eine Kraft darstellt, die über ihre eigenen Medien verfügt und einen oppositionellen Staat im kapitalistischen Staat darstellt, wie das mal bei der SPD unter Führung von Babel und Kautsky mal war, ja. Aber damit ist natürlich die Sache nicht erledigt. Der Fehler der Parlamentaristen, wenn man will, der Blonkisten und so weiter, besteht darin, dass sie wähnen, der Kapitalismus lasse sich ohne weiteres durch ein Mehrheitsvotum abschaffen. Das ist aber, finde ich, ein Irrtum. Ja. Es geht nicht nur, also das sozialistische Programm dreht sich nicht nur ums Parlament, ja, um die Parlamente, sondern auch um den ganzen Staat. Und man muss bedenken, würde es eines Tages hier in England dazu kommen, dass eine revolutionäre Partei, die es noch nicht gibt, die Mehrheit gewinnt im Parlament, dann was macht die Militär? Was macht das Heer? Was macht die Bürokratie? Was macht die Monarchie? Ja, die Gegenrevolution reagiert sofort darauf. Man muss auch bedenken, Corbyn, der überhaupt kein Kommunist oder Revolutionär ist, ja, der war mal früher Führer der Labour Party und die herrschende Klasse hierzulande hat so eine solche Angst davor, dass sie wirklich von Coups gesprochen haben, ja, also von Putschen gegen den Willen des Parlaments. Also das muss man schon, also man muss schon den Tatsachen in die Augen schauen und ja, und insofern, kurz gesagt, brauchen wir, man denke hier zum Beispiel an Marx' Schriften zu Prese Kommune und so weiter, die Notwendigkeit, der stehende Herr, die Staatsbürokratie und so weiter abzuschaffen, beziehungsweise zu zerbrechen. Ja, wir brauchen eine Alternative zum ganzen Staat, dass irgendwie und irgendwann eine parlamentarische Mehrheit gewinnen könnte. Das wäre auch kein schlechter Ausgangspunkt für dieses Programm. Ja, aber nicht, dass wir jetzt denken, ja, wir sind jetzt in der Mehrheit und können das ja, vergesellschaftigen einiges und damit den Sozialismus. Nee, so wird das nicht zustande kommen.
Ja, und das ist also mein Verständnis des Parlamentarismus ist eben etwas ganz anderes als die revisionistische Vorstellung, man könne durch das Parlament oder im Rahmen des bestehenden der bestehenden Staatsordnung, zum Beispiel der heutige BRD, den Sozialismus herbeiführen. Also ich bitte dich, ja. Und das ist, finde ich, eine bittere Ironie des Blanquischen Beitrags hier zur Geschichte, der zwar den Namen Revolutionary Social Democracy trägt, dafür aber, ob bewusst oder unbewusst, genau das sagt und wiedergibt, was die revisionistischen Gegner der revolutionären Sozialdemokratie behauptet haben. Ich habe zum Beispiel hier dem Dispute zwischen Luxemburg, Kautsky auf der einen Seite und den Delegierten, den Parlamentsdeputierten der SPD in Baden, ja, wo die 1910, wo die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt für das kapitalistische Budget stimmen und so weiter und so fort, ja, und das ja, man kann auch solche Argumente finden, wie wir die heute sehen, ja. Ich sehe das relativ ähnlich wie du, ja. Ich glaube, dass der wichtigste Ausgangspunkt bei dieser Frage ist, sich überhaupt erstmal, und das hast du auch gerade gesagt, sich überhaupt erstmal vor Augen zu führen, was ist eigentlich Parlamentarismus, was ist die Demokratie, was ist der bürgerliche Staat, den wir eventuell abschaffen müssen oder vielleicht, ne, dann gibt es diese Diskussion, ist der Staat irgendwie so ein Werkzeug, was man nutzen kann? Ja, dann geht das Richtung pluralistische Idee, Eric Blanc und so. Da muss man dann bloß genug Leute haben und dann kann man sozusagen die Basis, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so Sanders-Idee oder zumindest so ein, ich sag mal, vielleicht nicht Sanders selbst, sondern eher so Linke, die sich so an Sanders rangehangen haben, so diese Idee, ja, er bildet quasi den Boden, auf dem dann der Sozialismus oder die sozialistische Bewegung irgendwie wachsen kann. Und für mich ist die Idee genau andersherum. Es kann ja durchaus sein, dass wenn die Bewegung so groß und stark wird und tatsächlich einflussreich wird, dass wir dann auch mal eine Wahl gewinnen. Aber wenn das so ist, dann ist doch auch klar, dass das gar nicht der ausschlaggebende Punkt für die Machtergreifung dann ist, weil die Machtergreifung schon vorher stattgefunden hat. Wir sind quasi schon stark in der Bevölkerung und sind dann in der Lage, irgendwie dann auch dieses Parlament dazu gewinnen. Und ob das dann noch eine Rolle spielt oder nicht, dann gibt es natürlich noch diese. Und das ist natürlich auch eine große Diskussion, Gewaltfrage, nicht Gewaltfrage und so weiter. Genau. Wie gewaltvoll läuft das ab? Und da würde ich halt auch immer sagen, natürlich, das liegt nicht in unserer Hand, wie gewaltvoll das abläuft, weil wir sind doch nicht die... Doch schon, da sehe ich schon anders. Wenn, ich glaube, mir geht es darum, dass wir müssen dafür sorgen, dass wir so gut bewaffnet sind, theoretisch wie auch praktisch, dass wir Gewalt vermeiden können. Die Gewalt kommt auch von Gegenseite, ja. Wir kriegen nichts von Gewalt. Also es hilft nicht unsere Seite. Wir sind die Massen, ja. Also wir wollen, ja, ich bin kein Pazifist oder so, aber ich glaube, die beste Art und Weise, dafür zu sorgen, dass das Ganze friedlich ablaufen könnte, ja, zumindest theoretisch, im besten Fall, ist, dass man eben bis auf die Zähne bewaffnet ist, ja. Theoretisch, organisatorisch, strategisch und so weiter und so fort, ja. Absolut, ne? Es gibt aber natürlich auf der Linken gibt es halt oft diese Diskussion, genauso wie du es gerade meintest, ne? Pazifismus oder machen wir das alles mit Gewalt und verbrennen die ganze Welt. So, viele werden sterben, Köpfe werden rollen. Und Gulags und so weiter. Und da sage ich mir halt, also, ne, am Ende ja, man kann sich vorbereiten, man kann sich bewaffnen, man kann sich organisieren und disziplinieren und trainieren. Ja. Am Ende die Leute, die Macht gerade halten, die Macht aus den Gewehrläufen, die laufen auf den Staat und aus der herrschenden Klassen quasi, die auch in diesem Staat sitzen. Und wird zum Großteil von denen ausgehen, wie die dann auf so eine Bewegung reagieren, ne? Und ob es dann tatsächlich zum Kampf kommt oder nicht. Aber ich meine, da kann man so lange drüber diskutieren. Für mich ist das meiste, das, was mich am meisten stört, ist, sehr geil, Civis Pacem Parabellum, genau. Was mich am meisten stört, ist genau diese Begriffslosigkeit. Also was ist, dass die bürgerliche Demokratie eben nicht dieser bürgerliche Idealismus einer pluralistischen, ein pluralistisches Mehrheitsorgan ist, was in alle Richtungen irgendwie gewendet werden kann, sondern dass es eine Herrschaftsfunktion hat. Richtig. Und das ist bei diesen Diskussionen wird das oft einfach vernachlässigt. Vor allem in den USA, da merke ich das, also da scheint das gar nicht mehr.
Ich meine, kann man wirklich von Demokratie, also kann man wirklich von Demokratie in der BRD sprechen? Das ist auch eine Frage, ja. Aber eben jetzt in den USA, also kann man wirklich von Demokratie in den USA sprechen? Nur bedingt, ja, also wirklich nur bedingt. Die Macht der Medien, der, ja, also es gibt zwei Parteien, also ich finde das schon problematisch. Also pauschal zu sagen, Demokratien, ja, setzen eine gewisse Strategie voraus und dann autoritäre Staaten, etwas ja, anderes, weil das scheint mir sehr subjektiv zu sein, ja. Und ja, andere Länder, andere strategische Sitten sozusagen, ja, aber es geht im Endeffekt darum, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zur Macht kommt. Und das ist ja, das ist kein Walk in the Park oder Picknick am See oder so. Ne? Das muss man auch klar vor Augen führen. Und auch bei der Frage würde ich, also ich würde da auch anbieten, mal darüber sich Gedanken zu machen, also beziehungsweise vielleicht mal in Frage zu stellen. Ja, vielleicht ist es doch Demokratie. Und vielleicht ist tatsächlich Demokratie an sich etwas, was wir vielleicht in dieser Form nicht wollen. Ne? Im Endeffekt, also diese Idee, dass du wählst und dann eine Herrschungsbefugnis quasi erteilst, die dann halt, weiß ich nicht, in den nächsten 4 Jahren nochmal irgendwie von dir abgeholt wird, aber ansonsten halt ohne dich läuft. Ja, aber da, ich meine, in der marxistischen Tradition war es eher doch, dass es dann, dass dieser, dass man abgewählt werden kann und zwar auf sehr begrenzten zeitlichen Perioden, also jährliche Wahlen und so weiter und so fort, Pariser Kommune, ne, auch in dem Heer, also das stehende Heer wird ein Demokrat durch ein demokratisches Heer ersetzt. Ja, das ersetzt, ist dieser Rätersatz. Genau, man braucht noch wie vor Offiziere und so weiter und so fort, aber die sehen halt anders aus, weil die eben der demokratischen Kontrolle von unten zumindest theoretisch ausgesetzt sind. Und das war auch der Plan bei in der Oktoberrevolution natürlich, aber da fehlten die Kräfte, da mussten dann die Spezies wieder reingeholt, also die Leute, die das wirklich konnten und die konnten dann Geschichte bilden und so weiter und so fort. Die Geschichte kennen wir, aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall weitgehende demokratische Mitbestimmung und darin besteht für mich das Wesen, also nach Marx, also the victory of democracy, wie der das sagt, ja. Vielleicht, aber kurz, mach weiter, bitte mach weiter. Ich wollte auch vielleicht kurz was, ich habe ganz vergessen, was zu Luxemburg zu sagen und deren Verständnis von Demokratie und Parlamentarismus. Dieses Beispiel zeigt vor allem, wieso es so blöd ist, von einem Luxemburgismus pauschal zu reden, ja, weil meiner Meinung nach spielt sie in dieser Frage eine eher zwiespältige Rolle, in Bezug auf die Fragen des revolutionären Programms, des Parlamentarismus und so weiter. Denn sie hat nämlich im Laufe ihres Lebens ihre Ideen ganz deutlich und ganz offen geändert zu diesen Fragen. Ja? Und wie ich hier gesagt habe, sie war konsequente Vertreterin der Ideen von Marx und Engels in Fragen Demokratie und so weiter. Ihre Schriften zur Demokratischen Republik, die ich übersetzt habe, die sind wirklich top, ja, also kann ich nur empfehlen, können wir auch später verlinken, also in deutschem Original auch, ne. Aber gegen Ende ihres Lebens, also wirklich, also ein paar Wochen bevor sie ermordet wurde, schreibt sie nämlich das Programm der KPD, ja, Januar 1919, und in diesem Programm wird meiner Meinung nach irrtümlicherweise behauptet, das Minimalprogramm der Sozialdemokratie historisch überholt sei. Ja? Und dass es darum gehe, sozialistische Maßnahmen sofort zu ergreifen. Ja? Und das klingt zwar ja top, ja, radikal und ja, tut aber strategisch gesehen den zweiten Schritt vor dem ersten, würde ich sagen. Ja? Also den Kampf um eine wirkliche demokratische Republik wie die der Pariser Kommune, nicht die der Weimarer Republik. Es gibt ein Meme von Kautsky, ja, 1905, Democratic Republic equals Paris Commune, 1919, Democratic Republic equals Weimar. Ja, also das hat man gesehen, wie er sich so geändert hat im Laufe der Zeit. Ich habe auch einen Artikel, den wir verlinken können, zu dieser Frage geschrieben. Und in dem Artikel vergleiche ich diese Position, ja, Minimalprogramm sei überholt, mit der von Lenin 1918, wo auch die Kritik geäußert wurde, ja, wir sind jetzt an der Macht, das Minimalprogramm sei überholt und so weiter. Ja, und mit dem beschäftige ich mich so näher. Und ich glaube, also dieser Teil des luxemburgischen Erbes ist auch problematisch aus Sicht der späteren deutschen Linke. Ja, das ist eben darum, jetzt sofort, also Märzaktion 91, ja, jetzt sofort an die Macht. Auch wenn wir, ja, und
das ist für mich so eher ein zwiespältiges Erbe. Und ja, deswegen ist es von so großer Bedeutung, sich mit den Texten selber zu beschäftigen und nicht mit überholten Narrativen und Verleumdungen und Verfälschungen. Ne? Ja, exzellent. Damit hast du auch schon eine Frage beantwortet, die im Chat kam. Oh. Da war nämlich, oder vielleicht, weiß ich nicht, ich stelle sie trotzdem mal, Leftwinger81 fragt, was ist denn seine, damit meinte dich, deine wichtigste Kritik an Luxemburg? Wo siehst du sie besonders kritisch? Oh, gute Frage. Muss ich mit einigen Vorbehalten sagen, zur Nationalitätenfrage bin ich eher mit Lenin. Aber man muss sagen, es wird anhand dieser Texte deutlich, eine Genossin von mir, Rita Warkors, geschrieben, auf Englisch, kann ich auch verlinken, wo wir, wenn man Luxemburgs Werke zu Polen zum Beispiel näher anschaut, ist es nicht so klar und eindeutig, wie das oft so dargestellt wird. Also sie war gegen jegliche Formen des Nationalismus oder nationalen Selbstbestimmung und so weiter. Das stimmt einmal nicht. Aber ich glaube, konkret in Bezug auf Polen, ja, ich übersetze gerade einen Text aus dem Jahre 1893, wo es darum geht, die Positionen ihrer Gruppe darzustellen. Und die erklärt den polnischen Nationalismus als Resultat der kapitalistischen Bindungen zwischen Polen und Russland. Also etwas Kleinbürgerliches, eine kleinbürgerliche Reaktion gegen dieses Phänomen. Aber ja, in Bezug auf Polen vertrete ich immer noch die Position der Bolschewiki, muss ich sagen. Also ich bin, also nationale Selbstbestimmung heißt nicht, ist keine Konzession, ist kein Versuch, so dem Nationalismus gut zu heißen. Es geht aber darum, die Gleichheit zwischen verschiedenen Nationalitäten zu schaffen, ja, also wie eine Trennung. Ja, wir stehen hier auf Augenhöhe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann euer eigenes Ding machen, aber wir setzen uns für dieses Recht ein, aber das heißt nicht dann automatisch, dass wir das befürworten, also wir wollen zusammenbleiben. Ja, es ist etwas grob zusammengefasst. Eine weitere Kritik, eine wichtige Kritik habe ich schon geäußert, ja, zum Thema Minimalprogramm und dem Programm der KPD. Das kann ich dann gerne mal verlinken. Das geht so, das kann man so näher lesen, was ich da genau geschrieben habe. Es ist etwas kompliziert, aber ich glaube, die Kritik an dem Minimalprogramm ist zwar mit revolutionärem Geist geschrieben worden, war aber strategisch irreführend für die junge KPD und auch später, ja. Genau, du hast mir da ja, wie gesagt, einige Links zugeschickt, die werde ich dann auch alle verlinken unter diesem Video und unter diesem Super. Podcast. Genau, mehr Fragen hatte ich jetzt auch nicht. Ich sehe nur ganz schön viel so kölsches Zeug, ne? Da war irgendwie jemand, hatte Spaß auf Twitch, genau. Da ja, hat irgendwer... meine Güte, die Küsse sind auf der München und alle, die sind selber. Genau. Die Fragen sehe ich nicht, nur eine Buchempfehlung von Ralf Hofrocker, guter Freund von mir. Nationales Wir-Gefühl. Guter Freund, Kollege von mir, ich habe seine Bücher rezensiert und so. Nationales Wir-Gefühl habe ich aber nicht gelesen, muss ich, also danke genau. für den Tipp. Ja, viel mehr Fragen waren da jetzt auch erstmal nicht. Ich habe dann noch eine letzte Frage. Also es gibt auf jeden Fall noch mehr Zeugs, an dem du arbeitest, was ich total interessant finde. Einen Artikel, der dreht sich auch um Zetkin. Die war nämlich in Aserbaidschan, war da in Kontakt mit dem Islam quasi und auch mit muslimischen Frauen und hat sich dann auch zur Kopftuchfrage geäußert und so weiter. Das ist auch wirklich interessante Arbeit, die du da gemacht hast. Da können wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen und vielleicht auch noch so einige mehr. Aber jetzt vielleicht, um einfach mal so ein bisschen dich auch zu pitchen, kannst du uns erzählen, was jetzt bei dir demnächst ansteht? Was wird auf deinem tollen Blog erscheinen? Kannst du einfach einen kurzen Ausblick geben, womit du dich in nächster Zeit beschäftigen wirst? Mhm. Zuerst mal hier die Frage. Ah ja, kam noch eine Frage. Mein liebster Text. Der Titel fällt mir gerade nicht ein, aber es geht um eben die Bouget-Frage in Baden 1910. Und ich glaube, es heißt... die Sozialdemokratie und die Monarchie, die werde ich auch verlinken. Ich muss das kurz mal finden. Den Text habe ich ins Englische übersetzt und
top. Also wirklich, wirklich sehr gut geschrieben. Auch in der Kritik an der SPD und deren rechten Flüge. Ja, was ich hier mache, ja, ne, mein kleiner Beitrag dazu zu leisten, dass hier endlich mal hierzulande wie auch international eine richtige kommunistische Partei gegründet wird, die des Namens würdig ist, ja, so groß angelegt, aber ja, das auf Makroebene, aber meine Arbeit ja, besteht hauptsächlich aus Übersetzen und Schreiben. Wie du am Anfang gesagt hast, ich schreibe gerade ein Buch zu Zetkin und deren Gleichheit, marxistische Frauenzeitschrift. Und in diesem Buch werde ich wohl den marxistischen Beitrag zur Frauenemanzipation kommentieren, auswerten und so weiter. Sehr spannend, ich glaube. Da haben weniger dieser Zeitungen gelesen, ja, muss auch die Deutschen, und ist nicht wirklich so diskutiert worden oder besprochen worden in der Sekundärliteratur. Es gibt eine PhD von Miriam Sachse, die zu empfehlen wäre, aber sonst nichts. Und ja, da geht es um diese Zeitschrift und macht eine Menge Spaß. Und natürlich werde ich auch dafür sorgen, dass die Texte, auf die ich dann stoße, auch mal auf meinem Blog, auf meinem Patreon ins Englische übersetzt und dann ausgewertet und kommentiert werden. Im Frühling, also in den kommenden Monaten, erscheint auch ein kleines Büchlein zu Clara Zetkin von mir, so 90 Seiten oder so, kann ich auch so ans Herz legen. Und sonst, ja, übersetzen, schreiben und weiter mit meinem Patreon machen. Also es ist schwer, das zu pitchen für eine deutsche Hörerschaft, denn die Texte könnt ihr alle selber lesen im Original. Aber ja, es geht aber auch um die Auswertung und die Diskussionen, Podcasts und so weiter und so fort. Und ja, ich bin ja, da. Ja, das ist auf jeden Fall so. Du kommentierst ja auch, was du da liest und nimmst deine Zusammenfassung auch noch mit rein. Also marxismtranslated.com, natürlich auch in diesem Video hier verlinkt. Guckt euch das auf jeden Fall an. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Ressource. Ben, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. In den nächsten paar Wochen melde ich mich bei dir für eine zweite Folge, die wir dann ansetzen. Super, ja. Also bei Jean Zetkin, Kopftuch, Islam, Marxismus. Zum Beispiel, wenn nicht was anderes Wichtigeres oder Interessanteres kommt. Aber ja. Super. Freue mich über den Kontakt. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank an alle Leute in dem Chat und alle Zuschauer. Und bis bald. Tschö. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.